Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرِ, und wir haben sie, Bani Israel, das Volk, mit dem Musa zusammen gewesen ist, durch das Meer geführt. Was ist danach passiert? فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُ. Pharaon und seine Soldaten haben diesen Leuten gefolgt. Wen? Musa a.s. und Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala hat dann seine Macht spielen lassen. Das Meer war vor Musa und Bani Israel. Und hinter ihnen waren die Truppen, Pharaon und seine Soldaten. Was hat Allah mit dem Meer gemacht? Wer sagt mir das? Ich will sehen, wer sich mit dem Koran beschäftigt. Bitte schön. Allah hat das Meer gespalten. Wie? Wie? Innahu ala kulli shay'in qadir. Allah hat zu allem die Macht. Und Allah hat trockene Wege geebnet. Was heißt trockene Wege? Wo sie durchlaufen konnten, ohne dass sie vom Wasser einen Schaden erfahren haben. Und so sind sie durchgegangen durch diese Wege. Und als Pharaon und seine Truppen ihnen gefolgt sind, Allah wollte es so, so hat Allah das Meer wieder zurückgebildet. Und sie wurden alle ertränkt, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier in diesem Zusammenhang, als Pharaon dann gesagt hat, آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Pharaon sagte, ich glaube jetzt an den Herrn, an den Bani Israel glaubt. Er sagte das, damit er sich ebenfalls errettet, weil er gesehen hat, Allah hat die anderen gerettet. Wenn ich das sage, dann wird er mich auch erretten, so hat er gedacht. Aber wann hat er dieses gesagt? Er sah die Welle kommen, das Wasser kommen. Und so ist dieses ein Moment, wo du nicht mehr freiwillig entschieden hast, sondern du hast hier zwangsweise dich für die Wahrheit entschieden und dieser Zwang wird für dich nicht angerechnet. Mafhum? Erst als die Strafe kam, hat er gesagt, ich glaube an den und den. Und subhanallah, wenn ein Mann dir eine Waffe an den Kopf hält und dir sagt, sprich den Kufr aus und du sprichst den Unglauben aus, bist du ein Käfer geworden? Warum nicht? Warum bist du kein Käfer geworden? Bitteschön? Weil du im Herzen glaubst. Weil du im Herzen glaubst und vor allen Dingen, wie hast du es ausgesprochen? Freiwillig oder gezwungen? Gezwungen. Gezwungen. Und wie hat Pharaon das Glaubensbekenntnis gesprochen? Gezwungen. Zwang bringt nichts. Der Zwang bringt nichts, liebe Geschwister. Ja,